Maßnahmen. Wir werden heute Nachmittag mit dem Bund darüber reden. Ich darf das für Bayern sagen. Ich schließe nicht aus, dass wir Schulschließungen haben werden, dass wir auch eine Lösung für die Kitas finden werden, die immer bedeuten, dass wir natürlich nicht nur einfach schließen, wenn es denn so kommt. Wir werden am Abend dann abschließend darüber nachdenken. Nach den Beratungen des Bundes werden wir dann morgen Vormittag auch unsere Entscheidungen treffen und auch bekannt geben, damit sich alle darauf einstellen können. Ist wichtig, wenn solche Maßnahmen getroffen werden, sie auch zu verbinden mit Notfallbetreuungen beispielsweise für entsprechende Gruppen wie Pflegepersonal, wie Ärzte beispielsweise, wie auch beispielsweise Pflegekräfte und Krankenhauspersonal zu machen. Das ist der eine Teil, der diskutiert wird. Der zweite ist, wir müssen uns dringendst auch überlegen, wie wir für die ältere Bevölkerung den Schutz erhöhen. Deswegen müssen wir nachdenken, wie Maßnahmen in Bezug auf Altenheime, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen entsprechend sind und auch damit entsprechend eingeschränkten Besuchsrechten überlegen, ob das ein Weg sein kann. Auch das muss letztlich überlegt werden. Drittens ist entscheidend, dass die medizinische Materialversorgung optimiert wird. Ich plädiere sehr dafür, dass wir den Bund unterstützen. Derzeit ist ein bisschen der Prozess in Gang, dass viele versuchen, auf dem Markt zu kaufen. Aber das Ergebnis ist, dass möglicherweise dann keiner was bekommt. Es ist also wichtig, dies gemeinsam zu machen. Ich bin da auch sehr dafür, dass sich alle unterhaken und entsprechende Möglichkeiten machen. Und das Letzte, wir brauchen dringend neben der medizinischen Aufrechterhaltung, also der Infrastruktur der Medizin, brauchen wir dringend auch noch eine größere Antwort für die Wirtschaft. Die Rückmeldungen, die wir aus der Wirtschaft bekommen, sind ähnlich verheerend wie im Gesundheitsbereich mit langfristigen Folgen. Wir haben am Sonntag in der Großen Koalition einen ersten guten Beschluss gemacht. Ich bin der festen Überzeugung, es wird nicht reichen. Da muss mehr erfolgen. Wir müssen an ähnlicher Weise vorgehen, wie es möglicherweise damals bei der Euro- und Finanzkrise war und eher in den Dimensionen davon Draghi denken, was das Thema betrifft, alles tun, um eine ganz große Rezession zu verhindern. Also, heute Beratung mit unterschiedlichen Akzenten der Länder, ich glaube, so kann man sagen, auch Einschätzungen. Das hat auch was zu tun mit den entsprechenden Fallzahlen, die da sind. Es gibt zwischen Bayern und Baden-Württemberg eine nähere Entwicklung beispielsweise. Auch Niedersachsen gibt es Länder oder wie Saarland oder Schleswig-Holstein, die ähnliche Auffassungen haben. Andere Länder sehen das etwas zurückhaltender. Wir werden jetzt nochmal mit dem Bund abschließend beraten, was er vorschlägt und wie er in diese Diskussion geht. Und dann jetzt für mein Bundesland, speziell für den Freistaat Bayern, dann morgen entscheiden, wie wir damit weiter umgehen. Aber ich habe es die Woche schon gesagt, ich befürchte, dass wir schneller und klarer entscheiden müssen, als das in der Vergangenheit der Fall war. Der Schutz der Bevölkerung steht an erster Stelle. Wenn die anderen Länder in der Lage sind, Infrastruktur aufrechtzuerhalten, werden wir das auch können. Aber es ist ganz wichtig, dass wir sowohl für die Älteren als auch für das Thema Schulen, für das Thema Kitas eine überzeugende Antwort finden. Wir können uns bei dem Thema nicht wegducken. Herr Dr. Tschentscher. Ja, ich kann mich da anschließen. Herr Söder hat berichtet, dass wir sehr engagiert hier erörtert haben. Alle Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten nehmen die Lage im Hinblick auf die Coronavirus-Ausbreitung sehr ernst. Alle haben sich mit den Besonderheiten in ihren Bundesländern oder eben auch Stadtstaaten befasst und haben zum Teil eben auch schon eine Reihe an wichtigen Entscheidungen getroffen, Maßnahmen, die dazu dienen sollen, in dieser besonderen Lage, in der sich ein Virus, über das wir nicht viel wissen, sehr, sehr schnell ausbreitet, alles zu tun, was der Ausbreitung dieses Virus verhindert, zugleich dafür sorgt, dass die medizinische Versorgung aufrechterhalten bleibt, ein wichtiger Punkt, und dass die Maßnahmen so ineinander greifen, dass nicht eine einzelne, möglicherweise auf den ersten Blick sinnvolle Maßnahme Folgewirkungen hat, die dann eher nachteilig sind. Wichtig ist allen, dass wir uns aufgrund eindeutiger fachlicher Empfehlungen mit diesen Fragen befassen. Es sind die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts, aber auch andere fachliche Empfehlungen, die zu berücksichtigen sind. Und in diesem Feld ist die gute Koordination aller Maßnahmen, vor allem der grundlegenden Maßnahmen zwischen Bund und Ländern, jetzt eine ganz wichtige Aufgabe. Das haben wir eben einvernehmlich so festgestellt. Wir werden das auch gleich in der Besprechung mit der Bundeskanzlerin weiterführen, dass wir eine sehr gute Koordination zwischen Bund und Ländern hinbekommen. Es dient einerseits der Klarheit über die Lage,
die in unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlich ist. Natürlich gibt es Bundesländer, die Italien näher sind als andere. Es gibt Situationen, die in den Stadtstaaten sich anders darstellen als in den Flächenländern. Und insofern ist es auch durchaus denkbar, dass bei regional unterschiedlichen Lagen auch regional unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. Aber wir müssen immer wissen, dass Dinge, die heute noch nicht nötig sind, schon morgen oder nächste Woche erforderlich sein können. Und genau das ist die Dynamik der Situation, der wir jetzt gerecht werden, indem wir alles tun, auch präventiv alles tun, um den besten Schutz der Bevölkerung und eben aber auch die bestmögliche medizinische Versorgung in jeglicher Hinsicht sicherzustellen. Es ist wichtig, dass wir uns um die Coronavirus-Thematik kümmern, dass wir aber gleichzeitig sicherstellen, dass alle anderen schweren Erkrankungen, Herzinfarkte, Unfälle, all das muss weiter von unserem Gesundheitswesen behandelt werden können, wie wir das in Deutschland gewohnt sind. Und dazu gehört, dass wir uns um das medizinische Personal kümmern, es selbst bestmöglich für Infektionen schützen, also Vorkehrungen treffen in den medizinischen Einrichtungen selbst, dass wir uns um die Logistik kümmern. Auch dort kann der Bund den Ländern und den medizinischen Einrichtungen helfen, medizinische Produkte, die erforderlich sind, auch wirklich zeitnah zu beschaffen. Und all das wird dazu beitragen, dass wir eben die Ausbreitung dieser Coronavirus-Infektion einerseits bekämpfen, aber andererseits eben auch aufrechterhalten den Standard der medizinischen Versorgung, den wir in Deutschland kennen und der wichtig ist. Ich halte es in dieser Situation für selbstverständlich, dass man jeden Tag die Lage neu bewertet. Und dass wir immer lageabhängig dann auch neue Entscheidungen treffen. Und ich kann nur alle Bürgerinnen und Bürger bitten, diese Empfehlungen, die die Länder, die die Fachempfehlungen darstellen, sehr ernst zu nehmen und sich dann auch verantwortungsvoll zu verhalten. Wir werden in den nächsten Wochen und Monaten große Herausforderungen bewältigen müssen, die wir bisher so nicht kannten, für die es keine Präzedenzfälle gibt. Und deswegen ist es wichtig, gut zu koordinieren, die Lage ernst zu nehmen, aber auch zu sagen, es besteht kein Anlass für Panikreaktionen. Wir sind sehr sortiert, wir haben wichtige, richtige Entscheidungen schon getroffen. Und nach meinem Eindruck, ich habe gerade gestern noch mit einer Taskforce unseres Universitätsklinikums gesprochen, wir haben die richtigen Möglichkeiten und können sie auch nutzen, um die Bevölkerung hier vor schlimmen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie zu schützen. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Wir haben jetzt nur begrenzt Zeit, es geht gleich weiter ins Kanzleramt, aber 3-4 Fragen. Die erste kommt von Nico Fried, Süddeutsche Zeitung. Herr Söder, nur zum besseren Verständnis. Sie sagten, für Bayern zumindest, Schulschließungen schließen Sie nicht aus. Es gibt ja schon geschlossene Schulen auch. So ist es, ja. Sie meinen das jetzt generell. Ja. Und können Sie ein grobes Stimmungsbild geben, wie sich das in den anderen Bundesländern darstellt? Vielleicht auch Herr Tschentscher für Hamburg. Es gibt sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Einige Länder, die zumindest das auf dem Schirm haben, habe ich vorhin gerade erwähnt. Man muss einfach sehen, Sie haben recht, Herr Fried. Wir haben sehr viele Schulen, die bereits geschlossen sind. Die Tendenz ist steigend. Wir spüren auch eine hohe Verunsicherung in den Schulen, denn durch die tägliche neue Einstufung von Risikogebieten stellen sich die Zahlen von Klassenbesuchen, Klassenfahrten halt jeden Tag neu. Und es wächst an. Ich habe den Kultusminister und die Gesundheitsministerin, Sozialministerin gebeten, sich mal vorzubereiten auf die Situation, dass wir vielleicht eine solche Maßnahme treffen müssten. Die abschließende Entscheidung will ich dann heute Abend treffen, beziehungsweise dann am Morgen Vormittag, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist und wie wir damit umgehen. Aber ich muss vorbereitet sein oder wir wollen in Bayern vorbereitet sein. Dazu gehört auch natürlich, das ist das, glaube ich, was alle Kollegen als Herausforderung sehen, dafür zu sorgen, dass eine Notfallbetreuung für relevante Zielgruppen da ist, dass die Abi-Frage natürlich beachtet werden muss, damit ein Abitur gemacht werden kann, das auch im Einklang der Länder auch funktionieren kann. Und dazu gehört natürlich auch die Frage, welche Möglichkeiten bestehen überhaupt bei Homeschooling zu machen. Also all diese Fragen kommen dann zusammen, wie man damit umgehen kann, das zu machen. Ich habe gebeten, das mal vorzusorgen, jetzt zu klären. Ich möchte unbedingt noch mal abwarten, wie die Entscheidung oder wie die Diskussion mit dem Bund läuft. Am Ende ist es aber halt einfach so, dass wir stärker betroffen sind. Wir
Das und natürlich Maßnahmen, die in Österreich getroffen werden, haben auch Auswirkungen, in Italien einfach bei uns. Und für mich, als das sage ich jetzt nicht als Vorsitzender der MPK, sondern als Ministerpräsident, steht halt der Schutz an oberster Stelle. Das ist zweigleisig zu sehen. Das betrifft das Thema Altenheime, Pflegeheime, Behinderteneinrichtungen in genau der gleichen Weise oder Krankenhäuser in der gleichen Weise wie das Thema Schulen und Kitas. Ich glaube, die größte Herausforderung ist jetzt zu beurteilen. Hätten die in Italien und anderswo nicht, wenn sie früher hätten regieren können, auch lieber früher reagiert oder erst später. So kommt es ja bei dem einen oder anderen. Und ich würde auch nicht sagen, dass wir Deutschen die Alleinigen sind, die eine Ahnung haben, wenn die anderen da solche Maßnahmen treffen. Unsere Bevölkerung muss wissen, dass wir uns wirklich größtmöglichste Mühe geben, als Land mit hoher Organisationsgrad, das vernünftig zu gestalten. Wir werden es auch tun. Wir werden uns auch als Bundesländer absolut gegenseitig informieren. Übrigens auch in den Erfahrungen, was wichtig ist. Wie wirkt die Maßnahme dort oder jene? In Baden-Württemberg wird sehr, sehr ernsthaft auch nachgedacht, morgen entsprechende Entscheidungen vorzubereiten. Baden-Württemberg hat ja zum Beispiel den Studienbeginn schon verschoben. Also wir werden das diskutieren jetzt einfach. Die Schule ist nicht das einzige Thema, aber es ist ein Thema. Wir reden müssen die Kitas übrigens in gleicher Weise und die anderen Zielgruppen auch. Was allerdings noch wichtig ist, dass wir die gesamte Materialversorgung besser organisieren. Das ist mir nochmal ganz wichtig, denn wir kommen nach relativ kurzer Zeit, nächsten 2-3 Wochen, kommen wir in Materialengpässe, ich glaube alle Bundesländer, und da brauchen wir auch eine einheitliche Struktur. Aber wir werden das jetzt heute nochmal intern vorbereiten. Wie sind die Möglichkeiten? Was hat es für Konsequenzen? Welcher Zeitpunkt? Wie geht man damit um? Die Minister, ich habe die gebeten, sich da vorzubereiten drauf, und wir werden heute Abend dann nach der Beratung des Bundes für uns nochmal entsprechend überlegen, was richtig ist. Auch nochmal mit Baden-Württemberg reden, weil wir als Nachbarn ziemlich nah und gleich betroffen sind von der gesamten Situation aus dem Süden heraus. Und dann werden wir Vorschläge machen, wie man das Ganze angehen kann. Ich kann mich sagen, da kann man schon sehen, wie unterschiedlich die Situationen sind. Wir haben die Situation, dass wir gerade Schulferien haben. Wir sind also in unseren sogenannten Frühjahrsferien ohnehin. Wir haben gleichwohl schon gestern beschlossen, dass wir ab Montag, wenn Schulbeginn geplant wäre, allen Kindern aus Familien, die aus Risikogebieten zurückkehren, untersagen, am Kita und am Schulbetrieb teilzunehmen. Diese Entscheidung ist bereits getroffen worden. Aber wir müssen immer, wenn es jetzt um generelle Maßnahmen geht, nicht um einzelne Kitas, einzelne Schulen, das ist immer sowieso eine Maßnahme, die lokal dann auch entschieden werden muss. Wir müssen immer bedenken, welche Folgewirkung es hat, wenn Sie sich einfach mal vorstellen, dass alle Zehntausenden Kinder in Hamburg nicht mehr in die Kita gebracht werden können. Wie viele Eltern sind dann plötzlich darauf angewiesen, zu Hause zu bleiben, können nicht zum Dienst gehen, zum Beispiel ins Krankenhaus, als Krankenschwester, als Krankenpfleger, als Ärztin oder Arzt ihren Dienst versehen. Und deswegen muss bei jeder Konsequenz auch immer beachtet werden, ist das dann zu verbinden mit anderen Maßnahmen, damit wir eben insgesamt handlungsfähig bleiben. Das ist die Komplexität der Lage. Und deswegen ist es sehr gut, dass wir heute noch einmal mit dem Bund darüber sprechen können, wie die Gesamteinschätzung ist, welche Maßnahmen jetzt tatsächlich notwendig sind. Man muss immer das Erforderliche tun, darf es auch nicht zu spät tun. Aber man muss immer auch in jeder Situation die Auswirkungen beachten, dass wir eine Gesamtlage herstellen, die eben möglichst in diesem Sinne wirkt. Wie ich es gesagt habe, wir wollen die Ausbreitung des Virus bestmöglich verhindern und zugleich sicherstellen, dass die medizinische Versorgung auf einem hohen Niveau, so wie wir es kennen, fortgeführt werden kann. Darf ich noch einen Satz ergänzen? Wir haben morgen früh in Bayern auch dann ab 10 Uhr ein Treffen mit der gesamten bayerischen Wirtschaft, wo wir nicht nur die wirtschaftlichen Auswirkungen beraten, sondern auch die Frage nochmal stellen, wie weit unsere Wirtschaft auch in einer sich entwickelnden Situation Möglichkeiten für Homeoffice noch verstärken kann. Weil das, was Sie angesprochen haben, ergänzt es jetzt natürlich. Das betrifft ja nicht nur, wenn Schulen, Kitas sind. Es wird generell die Frage sein, um den Wirtschaftsbetrieb auch aufrechtzuerhalten, dass wir noch alle Möglichkeiten prüfen von Telearbeit, von Homeoffice, weil das spielt auch eine große Rolle, um die Situation an einigen Stellen gut zu überbrücken. Unser Ziel ist jetzt einfach, die nächsten Monate, wo die Lage nochmal sich ansteigend befindet, gut zu überbrücken. Und wie gesagt, mir ist ganz entscheidend, nicht der Entwicklung nur hinterherzulaufen. Zu versuchen, auf jeden Fall Schritt zu halten und an der einen Stelle vielleicht eine Maßnahme zu treffen, die auf den ersten Moment vielleicht noch sehr hart wirkt, die sich aber nach kürzester Zeit dann als relevant und richtig erweist. Ich höre nicht von der DPR, Herr Söder. Vielleicht können Sie nochmal sagen, was genau die Länder zum Schutz von Pflegeheimen planen, und nochmal zu den Schulschließungen, wären denn da alle betroffen oder nur die staatlichen? Und dann noch eine Frage zum Rundfunkbeitrag. War das heute Thema, und gibt es ein Ergebnis?
Rundfunkbeitrag von Sie an. Nein, der Rundfunkbeitrag, der hat uns heute noch nicht beschäftigt, aber der wird uns formal beschäftigen, weil es einen Vorschlag der KEF gibt, der rechtlich so ist, dass wir ihn umsetzen sollten. Darüber werden wir, ich glaube, im Juni dann in den Länderparlamenten Entscheidungen treffen müssen. Das hat uns heute jetzt ausdrücklich nicht beschäftigt. Zu den Fragen, wie wir Vorsorge treffen, auch in anderen öffentlichen Einrichtungen. Das fällt in die Kategorie, die wir schon erwähnt haben. Wir müssen dafür sorgen, dass wir ausreichend Schutzkleidung, Gesichtsmasken, Tests von medizinischem Personal vornehmen können, um immer auszuschließen, dass auch in solchen etwas schwierigeren Situationen Infektionsketten entstehen, die wir vermeiden können. Wir haben zum Beispiel in Hamburg jetzt entschieden, dass wir diejenigen, die sich infiziert haben könnten, weil sie aus einem Risikogebiet kommen, zunächst einmal sozusagen vom Arbeitsplatz fernhalten, ihn aber so schnell wie möglich, und das ist ein Zeitraum von 6 bis 7 Tagen, dann eine Testung zukommen lassen, mit der wir dann ausschließen können, dass es Virusträger sind, sodass dann auch möglichst schnell wieder die Arbeitsfähigkeit und damit auch die Funktionsfähigkeit des öffentlichen Dienstes oder eben auch der Einrichtung hergestellt wird. Und das sind Überlegungen, die an vielen Stellen erforderlich sind. Unsere Krankenhäuser gehen momentan in diesem Prinzip vor, und daran erkennen Sie, wie verantwortungsbewusst, aber auch fachlich vernünftig hier gedacht und vorgegangen wird. Und das müssen wir eben gesamtstaatlich auch hinbekommen für alle anderen Bereiche. Details jetzt über Schule, das wird alles am Ende einer Beratung noch sein, das müssen wir auch nochmal alles wägen. Viele Detailfragen, die dann, wenn es dann so wäre, dahinterstehen, müssen seriös beantwortet werden. Das ist keine Frage. Dafür brauchen Schulen, Eltern, Erzieherinnen, Lehrer, brauchen alle eine klare Regelung. Also das kann man jetzt nicht aus der hohlen Hand schütteln. Deswegen ja der Wunsch, noch einmal einfach zu überlegen, wie sich das auswirkt und wie man damit umgehen kann. Und welche Zeitpunkte auch vielleicht notwendig sind. Aber Tendenzen sind da. Das Zweite, was ich noch sagen wollte, wir haben ja viele dieser Dinge schon auf den Weg gebracht. Also beispielsweise Testkapazitäten erhöht, damit schneller getestet werden kann. Quarantäne anders strukturiert, am Anfang nur im Krankenhaus, jetzt sagt man bei leichten Fällen Quarantäne zu Hause beispielsweise und so weiter. Da gibt es eine Fülle von Fällen. Was wir nur erleben werden ist, wir müssen unser Tempo in der Entwicklung anpassen. Wenn Sie anschauen, was jetzt jeden Tag über den Ticker bei euch und anderen läuft, wer wo wie infiziert ist, welche Auswirkungen das haben wird, es betrifft jetzt nicht irgendjemand, in Anführungsstrichen, sondern es ist natürlich tief in der gesellschaftlichen Mitte, in der politischen Mitte angekommen. Und wir müssen uns wirklich überlegen, wie wir die Handlungsfähigkeit der Infrastruktur in der Breite, aber auch ganz konkret im Alltag nochmal sicherstellen können. Wenn Sie anschauen, was Italien jetzt an Maßnahmen betrifft und andere Länder, wir müssen uns auf einiges einstellen, was uns eigentlich im Moment nicht gefällt. Und ich teile den Appell von dem Bürgermeister aus Hamburg sehr. Ich bitte einfach um Verständnis. Jeder kann jetzt einen Beitrag leisten und mithelfen. Es geht darum, nicht ob der Einzelne jetzt vielleicht sich selber ansteckt und weil er die entsprechende Altersgruppe hat, damit lockerer umgehen kann, sondern es geht wirklich um den Schutz in den Familien. Zu überlegen, wie wir unsere Großeltern, unsere Eltern entsprechend schützen können. Und da müssen wir an einigen Stellen einfach einen klugen Weg finden. Und gleichzeitig die Wirtschaft am Laufen halten. Also ich möchte das nochmal betonen, weil es ein bisschen zu kurz kommt fast. Das Thema Wirtschaft und wirtschaftliche Entwicklung. Es darf nicht zu einem Corona-Infarkt führen. Zu einem wirtschaftlichen Corona-Infarkt führen. Und die Rückmeldungen bei uns in Bayern sind so, der bayerischen Wirtschaft, die sind schon dramatisch, wenn ich das sagen darf. Und da müssen wir uns ein kluges Management überlegen. Das sollte sich an Finanz- und Eurokrisen anlehnen. Und ich hoffe sehr nicht, dass das noch sich weitet von einer Krise, die Mittelstand und Wirtschaft betrifft, hinein in tiefe Finanzkreise hinein. Also ich sage Ihnen, die Sache ist wirklich sehr, sehr ernst. Und deswegen muss man jetzt einfach vorurteilsfrei, ohne Scheuklappen, entscheidungsorientiert zu Ergebnissen kommen. Die Abschlussfrage geht an Achim Wendler. Also, Sie haben schon über weite Strecken als bayerischer Ministerpräsident gesprochen, nicht als Vorsitzender der MDK. Das lässt darauf schließen, dass es doch relativ konfrontativ zuging bei dieser Sitzung. Und dass Sie zumindest versucht haben, gemeinsame Initiativen zu entwickeln, die dann aber doch, warum, würde mich interessieren, nicht zustande gekommen sind. Es gibt keine, bei der Sache, wir diskutieren seriös. Und jeder diskutiert natürlich auch nach dem Erfahrungsschatz, den er vor Ort hat. Und der ist in Mecklenburg-Vorpommern anders als in Baden-Württemberg oder Bayern. Schauen Sie allein die Tatsache, dass
der von mir hochgeschätzte Ministerpräsident aus Baden-Württemberg heute nicht dabei sein kann, wegen einem Verdachtsfall, dokumentiert doch, dass die Lage einfach sich anders darstellt. Und deswegen glaube ich, jedes Bundesland handelt nach bestem Wissen und Gewissen. Wir wollen koordinierte Vorgehensweisen haben, aber die Situation zum Beispiel in Südbayern, allein aufgrund der Grenze, das wissen Sie ja, ist eine ganz andere als beispielsweise in Bremen möglicherweise oder auch in Hamburg, ohne jetzt da jetzt zu viel zu wissen. Ich kenne mich in Bayern an der Stelle gut aus, deswegen haben wir uns heute ausgetauscht, was hat der eine, was hat der andere Erfahrung. Wir müssen auch voneinander lernen, was nicht gehen wird, glaube ich, das klassische Verfahren anzuwenden. Wir fassen jetzt mal einen Mehrheitsbeschluss nach dem Motto und dann wird es so sein, weil, wie Herr Tschentscher zu Recht gesagt hat, es wird sich täglich weiterentwickeln. Es handelt sich um eine extrem dynamische Entwicklung. Ich sage Ihnen jetzt an einem Beispiel für Bayern. Als wir am letzten Freitag über die Absage des Nockerbergs diskutiert haben für diesen Mittwoch, gab es in der bayerischen Landschaft große Diskussionen, ob das denn völlig übertrieben sei, ob man das überhaupt machen könnte. Künstler waren unsicher. Im Laufe der Woche war das überhaupt kein Thema mehr, ganz selbstverständlich. Und so wird sich das Stück für Stück ergeben. Was wir, glaube ich, alle wollen, ist, dass wir uns koordiniert abstimmen, dass wir kein Windhundrennen haben, aber dass jeder die Möglichkeit haben muss, nach der Einschätzung der Lage vor Ort seiner Experten, das in Abgleichung mit dem Bund zu machen. Also wir sind da dann im täglichen Austausch. Wir überlegen eben auch eine Art Kontroll-, ein Austauschgremium zu schaffen, wo täglich ein Update stattfindet, was passiert beim einen wie beim anderen. Was zum Beispiel heute etwas unglücklich war, wenn ich das sagen darf, wenn die Bundesforschungsministerin sagt, nee, Schulschließungen braucht es überhaupt nicht, dann finde ich das überraschend. Weil abgesehen von der nicht absoluten Zuständigkeit ist auch die Einschätzung überraschend an der Stelle zu treffen, zumal wir ganze Städte haben, die das machen. Also da glaube ich einfach, müssen wir mehr voneinander Rücksicht nehmen, uns nicht gegenseitig bewerten, sondern unterhaken und Verständnis haben für die jeweiligen Entscheidungen vor Ort. Herzlichen Dank und gute Gesundheit. Danke.